herzlich willkommen zu einem neuen Video von Queerstylity. Und auch herzlich willkommen zu einem neuen Video der Videokooperationsreihe Hashtag aktiv kreativ. Ja, wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, beim letzten Mal war das Thema Rezepte auf Memory Decks Karten. Und da habe ich ja hier diese tolle Karte für meinen Smoothie aus Gurken und Blaubeeren aufgeschrieben bzw. gestaltet. Und ich habe mir gedacht, zu jeder Memory-Decks-Kartensammlung gehört natürlich auch eine Aufbewahrung. Und deswegen habe ich mir aus Graupappe diese Schachtel hier gebastelt. Die sieht natürlich so jetzt noch relativ unspektakulär aus. Aber das Thema für heute passt wunderbar dazu, nämlich das Thema für heute ist Restepapier. Und deswegen habe ich hier auf der Seite meine Restepapiersammlung. Und ich werde jetzt diese Box mit meinem Restepapier gestalten und ihr dürft mir gerne dabei zuschauen. Viel Spaß! Okay, also ich habe mir hier in diesem Glas schon mal eine Mischung aus Leim und Wasser gemacht und habe hier auch schon einen Pinsel parat. Und jetzt suche ich mir einfach mal so ein paar Restepapiere raus. Einfach mal so ein bisschen gemischt, was mir gefällt. Ach, guck mal, hier habe ich sogar noch alte Buchseiten, das passt glaube ich ganz gut. Mal gucken wir hier mal noch ein bisschen. Gehen wir mal so in die Vintage-Richtung. Vielleicht müssen wir auch noch irgendwo schönes Blütenpapier. Ja, ich schmeiß schon mal die Hälfte auf den Boden. Wer braucht das schon? Hier ein bisschen gucken. Ich habe hier halt eine Mischung aus Papier und Karton halt und das darf ja halt auch nicht zu dick sein zum Kleben, das hält ja nicht. Jetzt das Problem. Ja, hier haben wir noch so ein schönes dunkles Rot. Noch ein bisschen mit Pink mit rein. Ja, das sieht doch ganz gut aus soweit. Fangen wir erstmal mit dem an, was wir haben. Dann würde ich sagen, schneide ich mir das erstmal ein bisschen zurecht, weil hier sind tatsächlich so ein paar größere Stücke dabei, von denen ich wahrscheinlich nicht alles brauche. Das heißt, hiervon schneide ich auf jeden Fall mal einen guten Teil weg. Ich mache jetzt einfach mal nach Gefühl Pi mal Daumen. Muss ja nicht perfekt werden. Aber vielleicht auch ganz gut, wenn es so ein bisschen übersteht. Zumindest oben und unten, dann kann man es so ein bisschen umkleben. Und dann arbeiten wir hier mal ein bisschen collagetechnisch. So, das sollte hier erstmal das ganze Ding ausfüllen. Dann pinseln wir das Ganze mal mit meinem Leim-Wasser-Gemisch. Mal drauf. Jetzt muss man hier unten relativ bündig anzulegen und eher oben ein bisschen umklappen, damit die Kante noch schön wird. Ja. Also wir machen jetzt hier auch noch ein bisschen Leim rein. Rumpatschen mit den Händen. Wer mir auf Instagram folgt, hat ja auch schon gesehen, wir haben ja am Wochenende Buchboxen gebastelt. Ich habe ja ein paar Freundinnen eingeladen zum gemeinsamen Basteln. Und wir haben ja immer so
Katzenfutterlieferungen, die sind dann immer in so Boxen drin. Ich glaube, ich muss ja ein bisschen noch zusätzlich zuschneiden. Ne? Und da wir das halt regelmäßig bekommen, habe ich halt keine Lust mehr gehabt, die eben jedes Mal wegzuschmeißen. Ich glaube, ich fürchte fast, das Papier ist hierfür ein bisschen zu dick. Und dann habe ich mir gedacht, man könnte daraus Buchboxen machen. Und tatsächlich sind ein paar richtig tolle Buchboxen entstanden. Ihr könnt ja einfach mal, nachdem ihr das Video geschaut habt, bei Instagram vorbeischauen. So. Wahrscheinlich muss ich nachher von innen noch was gegenkleben, zum Beispiel Washi-Tape oder sowas. Aber das sollte jetzt erstmal reichen. Und dann werde ich jetzt hier auch noch ein Stück draus rausschneiden. So, das mache ich jetzt mal. Ein bisschen schmaler, das soll ja auch ein bisschen, wie gesagt, collagenmäßig wirken. Und dann kleben wir das hier unten auch noch so ein bisschen über das andere drüber. Aus. Dann haben wir hier so ein bisschen was von der Buchseite. Dann finde ich es tatsächlich ganz gut, dass es hier so ein bisschen abgerissen ist. Und es gibt dann nochmal eine andere Optik. Ja. Schaden, wenn man überall noch mal ein bisschen mit dem Kleber drüber geht. Ja. Schauen wir mal. Ja, das kann man noch drüber packen. Und da wurde ich auf dem Handy angerufen. So. Naja, machen wir einfach mal weiter. So, ich drehe das mal gerade um. Und dann machen wir hier die Seite. Und ich habe mir jetzt hier so ein Stück zugeschnitten. Das würde ich jetzt einfach mal hier so aufkleben. Also pinseln wir mal ein. Hier alles ein. Wunderbar. Ja. Wenn unten was übersteht, kann man das nachher noch umkleben oder so, damit wir hier wieder ein bisschen Color Blocking haben, klebe ich jetzt hier unten noch diesen schwarzen Streifen auf.
glaube, hier könnte ich zuerst noch ein bisschen was von dem roten Papier reinmachen. Das schneiden wir hier gerade nochmal ein Eckchen aus. Hier noch mal ein bisschen mit einem Stück von der alten Buchseite arbeiten. Was haben wir hier sonst noch so? Wir hätten dann noch hier so ein Stück, das könnten wir eigentlich auch so aufkleben. Ja, und dann haben wir auch noch mal ein Color Blocking auf der anderen Seite. Genau, das machen wir auch so. Ja. Schneid gerade hier noch mal das Labelstück ab, ne? Und hier diesen Fransen. Ab. Und dann kann man das hier so drauflegen. Und drehen wir es gerade noch mal ein bisschen um. Ja, das sieht doch super aus. Die Box jetzt so weit rundherum beklebt. Ich werde jetzt noch so ein paar einzelne Sachen aufkleben und dann streiche ich das Ganze nochmal mit dem Leimwassergemisch ein und dann lasse ich das gut trocknen und dann sehen wir uns für das Washi-Tape wieder. Bis gleich. Okay, die Box an sich ist jetzt trocken und jetzt kümmern wir uns um das Washi-Tape. Und zwar finde ich, dass zu Vintage auch Gold sehr gut passt. Deswegen habe ich hier goldenes Washi-Tape in zwei verschiedenen Breiten quasi ausgewählt. Und mit dem Breiten klebe ich jetzt erstmal hier oben die Kante ab. Ja.
Einmal. Und da wir ja wollen, dass es ordentlich aussieht, beklebe ich das jetzt auch von innen nochmal. Muss ich mir gerade überlegen. Nehmen wir es am besten so. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber ich zeige es euch dann gleich, wenn ich einmal rum bin. Aber ich mache ja jetzt eigentlich auch nichts Besonderes. Ich klebe hier einfach nur einmal innen auch eine Runde mit dem goldenen Washi-Tape. Nichts Besonderes. Leider hat das hier nicht gerade die beste Klebestärke, merke ich gerade. Wahrscheinlich muss ich da auch nochmal mit meinem Leimgemisch drüber gehen. Aber das mache ich dann nachher nochmal. Dann hoffen wir, dass das besser aussieht. Es ist schade, wenn man so schönes Washi hat, aber die Klebequalität beschissen ist. Jedenfalls wollte ich das jetzt auch nochmal hier außen machen.
schmalen goldenen Band wollte ich jetzt noch so ein paar Akzente setzen. Zum Beispiel hier das Stück. Mal hier den Anfang finden. Das ist ja auch immer so eine Wissenschaft für sich bei Wolfie Tape. Okay. Und da wir hier offenbar diese Probleme mit dem Halten haben, gehe ich hier jetzt nochmal komplett mit meinem Leimgemisch drüber und dann sehen wir uns gleich mit der fertigen Box. Bis gleich. Okay. Ja, also ich bin jetzt mit meiner Box fertig. Ich zeige euch noch einmal rundherum, genau. Und das ist ja auch nochmal von oben. Klar, ich müsste jetzt vielleicht noch das Innere ein bisschen anstreichen, aber in Anbetracht dessen, dass das mit Karten voll sein wird, irgendwann jedenfalls, denke ich eher, dass ich das so lassen werde, weil sieht man ja hinterher eh nicht mehr das Innenleben. Ja, also das wäre mein Beitrag zu Hashtag aktiv kreativ zum Thema Restepapier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch unbedingt bei den anderen Mädels vorbei. Ich verlinke euch die Kanäle unten in der Infobox. Ansonsten könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.